Moin, hier ist Horst. Erstmal schönen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bei mir auf dem Kanal seid. Heute etwas ganz anderes als sonst unter dem Motto die Kosten im Griff. Sollte eigentlich der dritte Expertenworkshop Firmenenergie vom 28.10. bis zum 30.10.20 im Hotel Herfuß Ueckermünde veranstaltet werden. Wir selbst hatten schon unser Video-Equipment eingepackt, aber leider ist es Corona-bedingt das zweite Mal in diesem Jahr nicht dazu gekommen und man musste diesen Workshop absagen. Daraufhin hat sich der Kleinmanager für Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Herfuß entschlossen, diesen Workshop online durchzuführen. Selbstverständlich werden Aufnahmen direkt bei einem Workshop für ein Video viel interessanter. Aber dennoch habe ich mich entschlossen, diesen Online-Workshop aufzunehmen und hier zu veröffentlichen. Aus 2,5 Stunden habe ich zweimal eine halbe Stunde zusammengestellt, wobei der zweite Teil gleich morgen um gleicher Zeit online ist. Ich hoffe, dass es für die, die es jetzt interessiert, doch einen kleinen Einblick geben kann, um sich eventuell selbst autark zu machen und somit sich von den Energiekonzernen frei zu machen und am Ende auch noch Geld zu sparen. Also wie gesagt, nach dem Intro geht's los. Auch von MVA Effizient finde ich schön. Carla Schünzel habe ich gehört mit zu unseren Studenten, die übrigens alle hier mit im Raum sitzen. Ja, wir haben so ein kleines Studentenprojekt und wenn mal ein Student winkt, wäre das auch nicht schlecht. Schön. Wir haben ein kleines Studentenprojekt, wo wir uns auch gerade um diese Themen Nachhaltigkeit, Kommunikation drum bemühen und das läuft jetzt noch bis, ich glaube, Mitte Dezember. Und dann ja, hoffen wir, dass wir da die Unterstützung, die uns jetzt zuteil wird, dann auch effektiv einsetzen können. Und dann würde ich sagen, der Horst Petzmann, auch noch ein Tesla-Fahrer. Also wir haben ja auch noch ein paar Tesla-Fahrer. Dann würde ich mal, die winken mal alle untereinander. Wir sagen schöne Grüße an Horst Petzmann. Hallo Horst, genau. Wer ihn sich für Elektromobilität interessiert, der kann gerne mal seinen YouTube-Kanal checken. Horst, jetzt habe ich genug Werbung für dich gemacht. Kommt mir vor wie so ein Radiomoderator hier. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz kurz an. Ich werde 2, 3 Dinge für die, die uns noch nicht kennen, nochmal zu uns zum Herfuß sagen, ohne dass wir jetzt große Präsentationen hier im Hintergrund laufen lassen. Wen es nachher interessiert, er kann dann natürlich gern noch seine Fragen stellen, beziehungsweise kann da noch auf mich zukommen und ich kann da gern auch 2, 3 Dinge detailliert dann auch zu erklären. Dazu ist dann auch der Stefan Janbeck mit hier bei unserer kleineren Präsenzveranstaltung und kann das sicherlich auch noch begleitend ein paar Dinge dazu erzählen. Ganz kurz für all die, die es noch nicht wussten, wir haben von 2017, hatten wir ein größeres Investitionsvorhaben in unserer Hotelanlage, insgesamt knapp 5 Millionen Euro, die wir investiert haben, natürlich in Qualitätssteigerung, hauptsächlich in den Ausbau des Badebereiches. Da war uns natürlich bewusst, dass Energie eine ganz große Rolle spielt. Und von vornherein war uns klar, wir müssen gucken, wie wir diese Energiekosten, die schon mal bei einem Haus mit einem Spa die Hälfte der Gesamtenergie ausmachen, wie wir die in den Griff bekommen. Wir wollten definitiv das alles mit regenerativen Energien bewältigen und das haben wir auch geschafft. Wir haben nachher sogar einen raufgesetzt und haben gesagt, okay, um für unsere Gäste wirklich zu zeigen, dass wir ein nachhaltiges Energiekonzept haben,
trennen wir uns einfach mal vom Stromnetz und so haben wir keine Ausrede mehr und müssen allen darlegen, wo und wie wir unseren Strom produzieren. Und das machen wir halt hauptsächlich mit Biomasse, über die Holzkraftvergaser, mit Holzhackschnitzeln aus der regionalen Umgebung. Leider hat sich der Hannes Wagner von Biotherm Services gerade abgemeldet. Der hätte dazu auch noch ein paar Worte verloren. Ist jetzt nicht so schlimm. Also wenn jemand dazu Fragen hat, wie, warum, welche Hackschnitzel wir verwenden und dann gern an mich. Ich probiere das so gut wie möglich zu beantworten und gebe dann auch gern die Kontaktdaten von dem Hannes Wagner weiter. Wir haben natürlich einen Batteriespeicher, der ja so ein bisschen das Herz dieser Anlage ist. Also wer sich das gerne mal durchlesen möchte, auf unserer Website hafts.de gibt es unter dem Part Energie eine komplette Beschreibung des Energiekonzeptes. Ich glaube, da fällt mir gerade ein, Stefan Janmek, ich glaube, da sind noch ein, zwei Zahlen, die nicht so ganz korrekt sind. Kann sein, dass da noch ein bisschen nachgebessert werden muss, aber wer die Live-Daten sehen möchte, es gibt auch dazu ein Live-Dashboard, also der kann gucken, wie viel in der Sonne gerade scheint, wie viel Strom gerade im Speicher ist und wie viele Autos von unseren Elektrofahrern, die hier vor Ort sind, gerade ihre Fahrzeuge laden. Da fällt mir ein, dürfte ich heute in dem Fall nicht vergessen, dass ich auch wieder nach Hause komme. Und wir haben natürlich viele Maßnahmen durchgeführt, gerade im Bereich Wasser bzw. Wärme waren wir dann doch sehr erstaunt, wie verschwenderisch man eigentlich so in einem Hotel umgeht. Wir haben da eigene Ideen umgesetzt. Eigene Ideen, jetzt schmücke ich mich mit den Lorbeeren von Stefan Janbeck, der uns davon überzeugt hat, dass man Dinge einfach mal null runterbrechen sollte und nochmal vielleicht von vorn überlegen sollte, wie kann man optimal mit Wärme in einem Haus umgehen und nicht einfach auf den Knopf drücken, eine große Pumpe ranbauen und sagen, also ja, beweg dich einfach hier, dass falls mal jemand warm Wasser haben möchte, dass es dann auch da ist, sondern da gibt es wirklich wesentlich sinnvollere Dinge. Können wir vielleicht nachher mal drauf eingehen, wenn der ein oder andere Lust hat. Ich sehe, Erich Bosch ist dabei von unserem Batteriehersteller Autasys, der, wenn es dazu Fragen gibt, sicherlich auch gern bereit ist, ein bisschen was drüber zu erzählen. Ich würde jetzt einfach mal die Runde beginnen und würde den Uwe, weil er mich so schön anguckt, ja, den Uwe würde ich einfach bitten, loszulegen und mal ein bisschen was vielleicht allgemein über MV-Effizienz zu erzählen. Also was macht ihr hier speziell bei uns im Land? Und dann vielleicht 3 bis 5 Minuten und dann gehen wir mal so die Reihe rum. Und falls ich irgendjemanden vergessen sollte, weil sind doch ein paar Leute mit dabei, dann meldet ihr euch einfach mal zwischen und oder schreibt einen kurzen Chat. Und wir werden gegen 11.30 Uhr, 11.45 Uhr wird sich nachher noch die Firma Glock Ökoenergie mit dazu einklinken, die dann vielleicht noch eine kleine Präsentation zu unserem, was eigentlich besonders ist, Biomasse-BHKW haben und dann, ja, ansonsten schauen wir mal, dass wir uns alle eine Runde kennenlernen und bin gespannt, was es da Neues auf dem Markt gibt und wer so alles dabei ist. Gut, Uwe, ich übergebe an dich und dann legt Dirk, eine Sache. Also erstmal vielen Dank schon mal für die Vorvorstellung. Mein Name ist Uwe Borchert. Ich arbeite zusammen mit meinen Kollegen natürlich in der Landesenergie- und Klimaschutzagentur MV. Und wir vier, meine Kollegen sind da, Herr Rakel ist da, Frau Kopp ist da, Frau Kurt ist da. Wir vier arbeiten in einer Kampagne, MV-Effizient heißt die. Ich hoffe, das ist jetzt der Richtige. Ich glaube, ihr seht alles, was ich euch zeigen wollte. So, das ist das ganze Team von der LEKA MV. 12 Leute sind wir. Ich will mal die Aufmerksamkeit auf die vier hier nennen, richten. Das sind wir. Wir arbeiten in unserer Kampagne MV-Effizient. Daneben kümmert sich die LEKA überhaupt um alle möglichen Themen, die irgendwie mit Klimaschutz,
Energieeinsparungen zu tun haben. Im erweiterten Sinne gehört dazu nicht nur die Erzeugung aus erneuerbaren Energien, sondern auch andere Themen wie zum Beispiel fahrradfreundliche Kommunen und so weiter. Aber wir, also und unser Team arbeitet hier in MV effizient und da geht es natürlich um Energieeffizienz. Das sind wir vier, unterteilt in Berater und Marketing. Wir versuchen, also ich meine, das Ziel der Unternehmen dürfte sein, irgendwie Energie und Kosten zu sparen. Vielleicht legen wir nochmal die Aufmerksamkeit auf die kommende CO2-Abgabe demnächst. Wenn man CO2 einspart, spart man natürlich auch Kosten ein. Und natürlich ist das Ziel der Unternehmen sicherlich, die Wirtschaft zu stärken. Und was wir dabei tun können, und auch tun, ist, wir versuchen mit unserer kostenlosen, neutralen Beratung diese Themen rund um die Energieeinsparung, Energieeffizienz und erneuerbare Energien unter die Unternehmen zu bringen. Wir führen dazu neben den eigentlichen Beratungen, die vor Ort in den Unternehmen stattfinden, auch Stammtische durch, die so ein bisschen ähnliches Format haben wie das jetzt, was wir jetzt hier gerade machen. Normalerweise gerne als Präsenzveranstaltung, aber eben auch online. Wir unterstützen ein bisschen durch unsere eigenen Social-Media-Teilnahme und unsere Internetseite und unsere Kontakte ein bisschen gerne das Marketing von den regionalen Unternehmen in unserem Land. Wir arbeiten also eng zusammen und kooperieren auch mit anderen Institutionen, sodass wir als Netzwerk Kooperationspartner dienen können. Ja, unser Service ist die Beratung insbesondere. Ich möchte mal ganz kurz die Aufmerksamkeit auf unseren Beratungspfad lenken. Dazu schalte ich mal kurz um auf unseren Internetauftritt, weil das eigentlich ein bisschen interaktiv ist. Das ist interaktiv, also das ist auf unserer Internetseite oder Internetauftritt, mveffizient.de, Beratung ist jetzt dieser Unterteil. Unsere Leistung ist hier, wir machen so eine Art Initialberatung. Wir sind sozusagen die Vorläufer vor den anderen Maßnahmen, die Sie dann als Unternehmer ergreifen könnten. Hier verlinken wir auf ein externes Portal zum Auffinden von Energieberatern. Diese drei Punkte, Förderanträge, da gibt es hier auf dieser Seite Informationen, die gibt es auch durch uns, jetzt durch Herrn Rakel und durch mich, direkt im Gespräch, in der Nacharbeit, durch die Dokumente, die Sie von uns bekommen. Und wir können Ihnen auch Kooperationspartner, Firmennetzwerk zur Verfügung stellen, damit Sie Ihre Maßnahmen durchführen. Und wir zeigen auch gerne Unternehmen, bei denen es schon geklappt hat, unter anderem ja auch das HFUS. Da waren wir auch schon mal kurz, obwohl ich immer sagen muss, in aller Bescheidenheit, Dirk, eigentlich kann man von dir auch lernen. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel ich dich beraten kann, aber haben wir auch gemacht. So, also die Themen, die wir denn da beraten, sind wie gesagt, also rein technische Sachen. Wie macht man es? Wie kann man das überhaupt erreichen, Energie einzusparen? Aber auch die eigentlichen, also wie man vielleicht an Fördergelder kommt. Da können Herr Rakel und ich gut helfen. Wir finden das für Sie heraus und können Ihnen ungefähr neben den Handlungsempfehlungen für die technische Seite auch noch Handlungsempfehlungen für die Förderprozedur geben. Das wäre noch eine Folie zur CO2-Abgabe. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen, damit ich die 3 Minuten, die ich schon lange überschritten habe, Dirk, Entschuldigung, ein bisschen wieder aufhole. Also wenn es was gibt, und sich die Unternehmen im Einzugsgebiet von Mecklenburg-Vorpommern befinden, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Wir kommen zu Ihnen. Hier ein paar Impressionen aus unseren Stammtischen. Ich hoffe, man sieht das gut. Das waren noch die Zeiten, als wir uns noch mit Präsenzveranstaltungen gesehen haben. Zurzeit läuft das rein auf dem Online-Format. Das klappt recht gut. Der Zulauf ist, so wie können wir von uns selbst sagen, sehr gut. Die Teilnehmerzahl hat sogar eher zugenommen. Ist vielleicht auch nicht ganz so mühevoll, durch das ganze Land zu reisen. Und man kann ja fast von zu Hause aus teilnehmen.
Hier ein kleiner Hinweis für die kommenden Stammtische. Der nächste ist gleich in der nächsten Woche. Da freue ich mich auf Erich Bosch. Der wird ja bei uns als Gastreferent sein. Und dann kommt noch ein Stammtisch. Das ist dann der letzte in diesem Jahr. Auch also alle, die hier zu sehen sind, alle online. Strom- und Wärmeversorgung mit Biomasse. Und im nächsten Jahr geht es weiter mit E-Mobilität. Ein großes Thema in Sachen Energieeffizienz im erweiterten Sinne. Ja, das war's schon von meinem Beitrag. Ich gebe sozusagen zurück ans Funkhaus. Machen wir weiter mit der technischen Sache. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ich den Jürgen Prasak aus Österreich vom einen Sperrgebiet zum anderen Sperrgebiet. Jürgen, kannst du dich mal so ein bisschen freischalten? Oh, jetzt ist er hier in meiner Liste verschwunden. Und mal vielleicht, wenn du gerne noch möchtest, dein Bildschirm teilen und uns vielleicht zwei, drei Dinge erzählen. Leg einfach mal los. Ja, hallo und guten Tag auch von meiner Seite hier aus Österreich. Mein Name ist Jürgen Prasak. Ich bin bei der Firma Technische Alternative verantwortlich für das gesamte Marketing. Ich werde unsere Produktpalette und auch die Möglichkeiten, die Sie damit haben, in den nächsten gut 10 Minuten präsentieren. Ja, wer ist die Technische Alternative? Wir entwickeln seit gut 30 Jahren Regelgeräte, diverses Zubehör, was man eben auch dazu braucht. Begonnen hat das Ganze Ende der 80er Jahre mit Reglern für die Solarthermie, hat sich dann bis Mitte der 90er Jahre dann schon sehr rasch weiterentwickelt in Richtung Heizungsregelung und wirklich bekannt geworden sind wir dann Anfang der 2000er, also um 2003 herum, mit der ersten frei programmierbaren Regelung, der Universalregelung UVR 1611. Ja, das ist eigentlich auch schon das Kernthema, frei programmierbare Geräte. Was ist das? Was können die? Was ist das? Gleich mal die erste Frage. Unsere Geräte werden ohne Logik, ohne Funktion ausgeliefert. Grundsätzlich mal. Ja, natürlich ist das Betriebssystem drauf, das ist klar. Aber unsere Kunden haben dann den Vorteil, dass sie mit Hilfe unserer kostenlosen Software die Logik, den kompletten Ablauf selbst definieren können. Das Ganze geschieht, wie gesagt, mit einer Software, die unterstützt sie eben auch insofern dabei, dass niemand dafür eben programmieren können muss. Also es muss keine Programmiersprache irgendwo erlernt werden, sondern in der Software selbst werden diverse Funktionsbausteine, es gibt momentan über 40 Funktionsbausteine, das können sein ein Heizungsregler, das kann sein ein Energiemanager, ein Leistungssteller, Mathematikfunktionen und. Ja. Mit diesen Funktionen, die Sie untereinander verknüpfen können, können Sie eben definieren, zu welchem Zeitpunkt, zu welchen Zuständen, unter welchen Kriterien gewisse Ausgänge geschaltet werden, wieder ausgeschaltet werden, können Signale ausgeben, das ist ein PWM-Signal, 0 bis 10 Volt-Signal zum Beispiel eben auch, und können so diverse Komponenten in den diversen Anlagen eben regeln. Ja. Welche Komponenten das sind, bestimmen eigentlich nur die technischen Eigenschaften grundsätzlich. Ja, also welche Signale stehen zur Verfügung, welche Schnittstellen stehen zur Verfügung, welche Bussysteme zum Beispiel beherrschen Regelgeräte oder generell Geräte von Fremdherstellern. Ja. Das ist so im Prinzip ein grober Überblick. Weil ich schon die Schnittstellen angesprochen habe, das ist speziell im Bereich Gebäude, Automatisierung, Energiemanagement sehr wichtig. Und zwar von unserer Seite hier wird großen Wert gelegt auf das Thema Modbus, aber auch KNX. Modbus ist ein sehr wesentlicher, sehr wichtiger Bus im Bereich von dem gesamten Thema Photovoltaik zum Beispiel, also vom Wechselrichter, über zum Teil Wärmepumpen bis hin zu Speichern, Energie, Ladestationen natürlich auch, ja, ganz verschieden.
Mit unseren Geräten können Sie eben dann über diverse Erweiterungsmodule oder auch manche Regelgeräte selbst haben zum Beispiel den Modbus integriert, können Sie das eben dann auch ansprechen, integrieren, Werte einlesen, für die eigene Datenauswertung nutzen, für das sogenannte Datenlogging bei uns. Ja, das war im Groben ein Umriss mal, was grundsätzlich möglich ist. Also ich habe schon angesprochen das Thema Energiemanagement, Photovoltaik, was soll eine Anlage, was sollen gewisse Komponenten in einer Anlage machen, wenn ein bestimmter Überschuss vorhanden ist zum Beispiel. Das kann eben mit der Wärmepumpe zum Beispiel gekoppelt werden. Bei der Wärmepumpe ist das Thema SG-Ready ein Thema, das wir unterstützen. Aber auch, wie schon gesagt, Modbus, aber auch 0 bis 10 Volt. Das heißt, grundsätzlich, sofern die Wärmepumpe das unterstützt und sofern man sich da selbst eine vernünftige, funktionierende Logik baut, ist auch die Leistungsregelung über 0 bis 10 Volt zum Beispiel machbar. Es wird in den allerwenigsten Fällen, sofern oder sobald die Anlage etwas größer wird, kaum mit einem Gerät alleine gehen, mit einem Reglergerät alleine. Deshalb sind unsere Geräte verbunden über den CAN-Bus. Über den CAN-Bus können Sie bei uns bis zu 62 Geräte miteinander verbinden. Das können mehrere Regelgeräte sein, das können aber eben auch reine Eingangs- und Ausgangserweiterungen sein. Das kann zum Beispiel auch unser CMI, unser Webinterface auch sein, dass hier mit eingebunden werden kann und die Anlage dann eben auch in das lokale Netzwerk bringt und optional auch dann eben fürs Internet zugänglich macht. Ja. Details erspare ich an dieser Stelle, glaube ich. Allein über das CMI gibt es Unmengen zu erklären und zu sagen. Deshalb gleich mal mittendrin jetzt hier der Hinweis, wenn Sie konkrete Fragen haben, die vielleicht auch auf der Website nicht sofort geklärt werden können, dann einfach bei uns anrufen. Wir sind Montag bis Freitag für Sie erreichbar. Wir haben 5 Techniker im Support sitzen, die Ihre Fragen sehr gerne per E-Mail oder per Telefon beantworten und das unbedingt in Anspruch nehmen. Also die Kollegen sind da sehr fit drauf, können da in aller Regel alles beantworten. Wenn etwas nicht gleich beantwortet werden kann, haben die Kollegen dann auch den großen Vorteil, dass die Entwicklungsabteilung, sprich unsere Hard- und Softwareentwickler, im Raum nebenan praktisch sitzen. Also die sind alle ein paar Schritte nur entfernt. Momentan eher einen Telefonanruf, weil auch wir zum größten Teil uns im Homeoffice befinden. Dann würde ich sagen, ein kurzer Überblick über die Firma an sich vielleicht noch. Wir entwickeln und produzieren unsere Geräte hier am Standort in Österreich. Wir sitzen hier ganz im Norden in der Nähe der tschechischen Grenze schon, beschäftigen rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und davon sind etwa 20 davon Techniker, Software- und Hardwareentwickler, aber eben auch unsere Ingenieure im technischen Support. Und aber auch ganz wichtig in der Reparaturabteilung. Darauf lege ich persönlich sehr viel Wert. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das kann man getrost so sagen. Es gibt meines Wissens nach kaum noch Betriebe, Unternehmen, die auf der einen Seite produzieren, in Europa produzieren und gleichzeitig auch noch zu einem vernünftigen Preis reparieren. Also es zahlt sich wirklich aus, wenn Sie ein Gerät von uns haben und auch wenn das Gerät 20, 25 Jahre und älter ist, einschicken, wenn noch irgendwie möglich, wird das Gerät zu einem sehr vernünftigen Pauschalpreis. Der bewegt sich im Bereich von 35 bis zu 65 Euro maximal, aber in der Regel eher bei 35 bis 45 Euro wird das Gerät repariert und geht dann nach 2 bis 3 Tagen bei uns hier im Haus wieder zu Ihnen zurück in die Anlage. Also inklusive Postweg sprechen wir hier in aller Regel von gut 2 Wochen, kann man sagen, wo das Gerät dann nicht bei Ihnen wäre. Ja,
Schauen wir uns noch ganz kurz an. Ich habe das Thema Energiemanagement schon im Großen und Ganzen eigentlich angesprochen, was damit alles möglich ist. Wenn wir uns hier auf der Website kurz unsere Übersicht ansehen, sieht man ganz grob, in welchen Bereichen der Einsatz unserer Geräte machbar ist und denkbar ist es in noch viel mehr Bereichen und gemacht wurde es auch schon. Aber wir kommen, wie gesagt, hauptsächlich einmal aus dem Thema der Heizungsregelung und Solarthermie. Aber das Ganze ist auch zum Beispiel für Kühlung, also Kühlkreise, für die Lüftungsanlage oder auch für die Beschattungsfunktionen einsetzbar. Ein sehr schönes Beispiel, wie ich finde, ist unser Referenzprojekt. Und zwar ist das das energieautarke Hotel Hafus in Uckermünde. Und ja, so sieht's aus. Das ist insofern sehr schön, weil die Anlage selbst relativ komplex ist. Hier sehr viel realisiert wurde und sehr viele Themen eingebunden wurden, mit denen wir vertraut sind und für die unsere Geräte sehr gern eingesetzt werden. Und das eben, wie gesagt, alles in einer einzigen Anlage. Man sieht hier schon, allein schon auf Wärmeerzeugerseite ist das Ganze relativ komplex. Eine sehr große Photovoltaikanlage liefert hier den Strom, den gesamten Strom. Wie gesagt, das Hotel ist ja energieautark. Und danach gibt es dann eben mehrere Energieerzeuger, Wärmeerzeuger und Warmwassererzeuger, die diesen Strom dann eben auch nutzen. Das ist auf der einen Seite eine Wärmepumpe, aber auch vier Senatec-BHKWs, vier Dachse und ein Holzvergaser-Blockheizkraftwerk, das auch hier bei uns in Österreich in Kärnten produziert und entwickelt wird. Ja, was ist hier so besonders? Das Besondere ist, dass unsere Regelgeräte hier das zentrale Gehirn der Anlage sind und genau wissen, auch dank der Hotelsoftware, der ausgeklügelten Hotelsoftware, weiß unser System ganz genau, in welchem Apartmenthaus zum Beispiel wann wie viel Energie benötigt werden wird, zum Beispiel auch. Ja. Und dementsprechend werden eben die unterschiedlichen Wärmeerzeuger dann eben in Stufen angefordert, damit immer zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge genügend Wärme zur Verfügung steht. Ja. Details dann ganz einfach bitte direkt auf unserer Website durchlesen. Es ist sehr, sehr spannend und im Frühjahr hoffen wir, dass es ja dann wieder mal einen Live-Workshop im Hafus auch geben wird. Darauf freue ich mich persönlich sehr, dort dann endlich mal wirklich persönlich vor Ort sein zu können und zu dürfen. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Ich denke, die Eckpunkte habe ich rübergebracht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ganz Wichtiges vergessen. Es war alles verständlich. Und wir freuen uns natürlich auf Anfragen von Ihnen. Oder ja, und wie gesagt, vielleicht sieht man sich ja im nächsten Jahr persönlich im Hafus. Würde mich freuen. Vielen Dank. Armin Wolf, wirst du zwei, drei Sachen einfach mal zu der zu eurer Zertifizierungssache erzählen wollen? Das wäre ganz nett. Vielleicht auch zwei, drei Minuten, weil wir haben ja doch schon seit längerem eine Partnerschaft. Ich glaube, wir sind jetzt insgesamt 4 Jahre bei euch. Leg los. Ich lege einfach los. Ich habe jetzt nichts direkt vorbereitet, was man jetzt über den Bildschirm schauen kann. Das klar, zeichnet dich aus, danke. Genau. da haben wir es nicht so schwierig jetzt mit der Technik hin und her. Nachhaltigkeitszertifikat GreenSign existiert jetzt seit 2015, entstanden aus den Greenline Hotels. Man hat damals gesagt, ja, wenn ihr schon Greenline Hotels heißt, dann zertifiziert euch doch dann grün. Dann gab es eine Begegnung auf der ITB. Frau Heinemann und Frau Rochnowski haben damals dann mit der Hochschule in Heilbronn das Nachhaltigkeitszertifikat GreenSign entwickelt. Stellt quasi alle Prozesse, die im Hotel ablaufen, sehr transparent dar. Inzwischen gibt es die dritte Version. Das ist dieser Zertifizierungskatalog, bei mir spiegelverkehrt, wahrscheinlich bei euch auch, keine Ahnung.
Beinhaltet 92 Fragen, die wirklich alle Abläufe des Hotelalltags darstellen. Also es wird natürlich sämtliche Bereiche betreffen, Energie, Wasser, der soziale Bereich. Wie gesagt, alle Abläufe der Hotellerie werden dort beschrieben. Das ist eine Ist-Darstellung des Hotels in der Nachhaltigkeit. Dementsprechend gibt es dann 5 Siegel bzw. 5 Level, die man erreichen kann. 5 ist das höchste, das Hafus hat auch das 5. Wir wollen mal hoffen, dass es in der Rezertifizierung dann auch wieder das Level 5 erreicht, wovon ich jetzt mal ausgehe. Es gibt für das Nachhaltigkeitszertifikat noch diverse Mehrwerte. Also wir bieten halt die Möglichkeit an, die Hotels in der Kooperation bzw. dann auf unserer Buchungsplattform greenlinehotels.com darzustellen, wo jeder nachhaltig interessierte Gast wirklich auch nur nachhaltig zertifizierte Häuser findet. Dort sind knapp 600 Hotels gerade gelistet. Das zweite wäre halt die Green Conference Hotels für den Maisbereich. Alle Anfragen, die nach Green Meetings kommen, laufen dann über Green Conference Hotels, sodass halt auch Green Meetings abgehalten werden können. Die Auszeichnung natürlich, eine nachhaltige Zertifizierung vom GreenSign zu bekommen, ist heutzutage von vielen Hotels angestrebt. Wir sind jetzt bei knapp 255 Häusern europaweit in 14 verschiedenen Ländern und wir wachsen trotz Corona-Krise, wachsen wir weiter und zertifizieren immer wieder interessante Häuser, wie zum Beispiel das Schwarzwald Panorama Hotel in Bad Herrenalb, das Waldhotel in Stuttgart etc. Also alle Hotels, die sich in Form der Nachhaltigkeit präsentieren möchten, finden sich bei uns wieder. Und ja, das ist so ein knapper Schnellschuss jetzt mal von mir gewesen, um das GreenSign vorzustellen. Wer Fragen hat, gerne jederzeit Kontaktdaten hat auch Dirk zur Verfügung von mir, beziehungsweise findet man bei uns auch auf der GreenSign-Seite. Vielen Dank. Mhm.